Dings hier, ne? Wo ist er denn? Wo? Keine Orientierung hier. So, du da. Lalalala. Ja, dauert ein bisschen das dahin zu tragen, aber ist ja halt auch ganz gut, dass ich lange Klamotten angezogen habe, weil wie gesagt, also ich glaube, hier unten ist es auch sehr, sehr kühl und unangenehm, ne? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, aber wahrscheinlich schon. Ich werde wahrscheinlich irgendwie da was aktivieren müssen. Ah ja, warte, ich muss es durchwerfen wieder. Das wird's doch sein. Also, wahrscheinlich. Ja gut, das war jetzt ein bisschen blöd, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich hätte den anderen auch durchwerfen können, wenn man das nicht immer. Schaffe ich es dahin? Scheiße. Zeichenfehler gemacht, ne? Ja, vielleicht wenn ich renne und mich abrolle. Ich versuch's nochmal. Wenn nicht, dann werde ich das jetzt einfach so machen, dass ich dann. Ja, werde ich den langen Weg nochmal gehen. Egal. Jetzt habe ich zwar so eine kleine Linksbiege wieder gemacht, aber. Ah, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal Topplatz zerstören. Den Pott. Hopp. Na dann. Machen wir es nochmal, ja. Jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, aber das ist ja nicht schlimm. So, und hopp, und hopp, und ja. So, dann jetzt nochmal runterlatschen. Bin sind alle schon zerschossen. Ein Glück, dass ich meine unendliche Munition habe. So, jetzt so. Dann haben wir dann die Druckplattform da, das passt schon. Hier ist auch nochmal ein Block. Oh, sag mal, Leute. Wie viel sind das denn? Okay, den Block hat man jetzt auch noch nicht gehört. Unten, ne? Ja, das gleiche Spiel nochmal. Hier muss ich alle in die Mitte werfen wahrscheinlich, ja? Falsche Taste gedrückt. Falsche Taste gedrückt, ja. Nicht im Boden verschwinden, bitte. Eine komische Dings-Taste, so. Haben wir es jetzt richtig? Ja, gut, ist auf der anderen Seite. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier langlaufen, langlatschen und dann dürften ja alle Blöcke da sein, wo ich sie brauche. Hoffentlich. Hopp! Jetzt auf jeden Fall. Jetzt können wir erstmal hier diese Höllenmaschine aktivieren, richtig? So. Hätten wir die eine gar nicht gebraucht, oder was? Ja, mal gucken. Auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zurück und die Türen sind jetzt auch dauerhaft offen, was sehr schön ist. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mit der Maschine hier rumspielen, oder? Hier brennt ja scheinbar irgendwas. Ja gut, damit kann ich das Tor öffnen, aber das geht ja scheinbar noch nicht. Was? Ah, kann man. Ja, so. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwie die Silhouette da irgendwie darstellen, oder? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich drücke jetzt einfach erstmal wild rum. Jetzt hat nichts gemacht. Ja, hochklettern kann ich ja auch noch. Also, das wird ja auch seinen Grund haben. Vielleicht kann ich hier noch was manipulieren, oder? Ich kann einfach hier hochgucken.
Also drehen kann ich die Dinger ja nicht, ne? Wohlgemerkt. Also rechts stimmt schon. Wenn ich das jetzt richtig sehe, stimmt rechts. Glaube ich. Vermute ich. Ja, zumindest ist die Silhouette. Okay. Die göttliche Musik, der Engelschor signalisiert mir, sie haben alles richtig gemacht. Monsieur Doc. Sehr schön. Jetzt müssen wir die andere Seite hinbekommen. Das passt. Jetzt müssen wir noch die Vorderseite richtig drehen. Na? Ja, perfekt. So, ha. Ah, Jesus, Christus. Ah, the doors open. Freuen Sie sich. Das ist wahrscheinlich wieder zeitabhängig hier, oder? Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich jetzt nicht einfach hier hochklettern, oder? Na doch, da war was zum Festhalten scheinbar. Also, ja, jetzt öffne das. Mach das Tor mal auf hier, richtig. Ja, jetzt nicht hier. Ich hab's nicht gesehen, aber der hat irgendwie, hat er gerade einen Haken erkannt. Irgendwie einen Haken zum Festhalten. Rumlaufen groß schaffe ich ja auch nicht, oder? Also jetzt einmal komplett rumlaufen ist ja Quatsch. Lara freut sich. Oder auch nicht. Naja, es wird schon irgendwie... Irgendwie wird das schon hier stimmen. Also hier muss ich irgendwie hoch. Und ist ja noch weiter nach oben. Jetzt, oder? Ah, jetzt komme ich an den Haken ran. Ja, ja. Und yippie! Okay, das war jetzt nicht kein elegantes Abrollen, aber ist nicht schlimm. Das kann natürlich immer so elegant ablaufen, wenn man sich das im Kopf vorstellt. Ich habe nicht gesehen, was sie sich gerade eingesteckt hat, aber ja, sie steckt sich alles irgendwie ein, was sie hier findet, ne? Hm, sehr einladend. Also ich suche aktiv nicht nach diesen komischen Artefakten, aber ich finde sie einfach, was soll ich sagen? Ah, da, liegt einfach so rum. Schön. Liebe Lara, ich hab dich verarscht. Hallo Lara. Hier in diesem Raum liegt alles, was wir aus Bogavarti mitgebracht haben. Hüte dich vor allem vor den Dienern. Sie haben 6 von uns getötet, bevor wir sie unschädlich machen konnten. Sie bewachten einen von Thors Handschuhen und eine Karte, die zu seinen übrigen Schätzen führte. Nur wer alle Schätze hat, kann den Weg nach Avalon öffnen. Laut der nordischen Mythologie birgt dieser Ort eine mächtige Waffe. Um mich gegen alle Eventualitäten zu wappnen, habe ich die Karte zerstört. Ich hoffe, das war kein schrecklicher Fehler. Aber falls doch, hoffe ich, dass du und deine Mutter mir vergeben werden. Lara die Macht. Tja. Oh, da, Diener, woher? Da ist er ja. Übrigens, ich will nur mal eine Sache an dieser Stelle sagen, ne? Was sagt uns das? Man sollte öfter mal sauer machen, ne? Und dann findet man die sonderbarsten und wertvollsten Gegenstände scheinbar. Hätte sie irgendwann mal in die Gruft da geguckt, dann wäre sie wahrscheinlich auf die Idee gekommen. Na gut, sie hätte ja nicht gewusst, dass der Sarg ihres Großvaters irgendwie bewegt werden musste, aber naja. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir ja komplett hier. Okay, die sind stark. Kann ich die nicht einfach mit meinem Handschuh wegkicken?
Ah ja, zertreten und töten. Sehr schön. Bam! Ui, das ist irgendwie sonderbar befriedigend, ja. Einen schönen Sprung da, diesen kräftigen Sprung auf die trockenen Knochen zu machen. Das hat schon was. Ich will den da zerstören. Ah, ich dachte, da wäre was drin gewesen. Ja, zerstör erstmal alles, ne? Dein Vater würde sich im Grab umdrehen. Ja, was war alles wegkicken hier, ne? Komm, weg damit! Tisch freiräumen hier! Vielleicht der Schreibtisch deines Vaters, ja? Wirklich, da saß er wahrscheinlich stundenlang und hat sich dann Gedanken gemacht, wie er diese Message aufnehmen kann. Und du zertrampelst ja alles, Lara. Ey, das stimmt ja als... Ich würde sagen, das kann ich bestimmt auch zum Springen nutzen. Ich komme nicht ran. Wo auch immer ich rankommen soll, ich weiß es nicht, aber ich komme nicht ran. Lass mal den Scheiß. Also wirklich, wer hebt denn so Gegenstände auf? Das sollte ich auch gerne mal können, ja. Einfach so schön mit so einem kleinen Rad, ja. Sachen aufheben. Wo guckt sie denn hin? Erstmal guckt sie hier hin. Ich kann erstmal hier ein bisschen rumdrehen wieder. Oh, das geht aber schnell in meine Fresse. Ah, oh, ich kann das überall jetzt in, interessant. Aber kann ich jetzt den Stab irgendwie in den Mund der Schlange stecken? Kann ich doch bestimmt dahin springen, oder? Okay, also ich muss einfach nur richtig platzieren. Und scheinbar habe ich es perfekt platziert. Na, da geht's doch raus, oder nicht? Na dann. Aus hier, würde ich mal sagen, ne? Sieht lustig aus, ne? Oder auch nicht. Habe ich wieder nur ein Sekret gefunden. Nee, wir müssen schon da wahrscheinlich. Ja, nee. Also, ich habe jetzt überlegt, ob wir das vielleicht einfach da hinschieben können, zu dem Ausgang, aber das geht nicht. Also, gucken, ob wir überhaupt vorbeikommen. Ja, das reicht doch aus, oder? Ja, oder? Ich wollte schon sagen, da kommen wir doch hoch. Sieht doch gut aus, ne? Jetzt schön an den brüchigen alten Geländern entlang klettern, das passt schon. Jetzt schnappen wir uns erstmal das Teil hier. Hopp. Und hoppity hopp. So, da sind wir draußen. Da haben wir doch alles, was wir haben wollten. Naja. Du machst halt alles kaputt, Lara. Was soll man sagen, ne? Merkst du das? Kaum hast du es in der Hand, ne? Das erste geht kaputt, das zweite geht kaputt. Das ist ja scheinbar keine Seltenheit, dass die Dinge dir einfach in der Hand zerbröseln, ne? So, und das nehmen wir schön mit hier. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hopp. Oh ja, einfach mal. Genau. Sieht sicher aus, ne? Das hat dein Vater alles alleine gebaut, ne? Klar, das ist warum nicht. Oh, das kommt uns doch bekannt vor. Ah, jetzt spielen wir wieder die erste Szene. Nach. Naja, und dann... Das ist doch die Stelle, wo ihr Doppelgänger Lara, glaube ich, ne? War es nicht sowas? Na, auf jeden Fall werde ich angeschossen. Da kann man ja vermuten, dass da jemand gekommen ist, der so aussieht wie ich, ja? Ja, komm. Mach die Tür auf, ja. Ich bin die echte Lara Croft. So, jetzt hier, ja, wir kennen ja noch das Spiel, wir wissen ja noch Bescheid hier. Tür. Ist ein bisschen im Weg. Was ist jetzt passiert?
Die Tür hat sich jetzt so ganz... Ich bin durchgekommen, die hat sich komisch jetzt gerade in den Weg geglitscht irgendwie, ne? Ich glaube nicht, dass das so sein sollte, aber... Naja. Was immer machen. So, hopp. Renn, Lara. Renn um dein Leben. Nur um gleich angeschossen zu werden. Hopp. Alles gut. Ein klarer Sprung und dann hast du es geschafft, so. Oder auch nicht. Ich meine, du musst sie nicht festhalten, du kannst auch einfach sterben. Also, das sind alles Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Boah, Lara, ganz unbeeindruckt. Erstmal schön hier die Ärmel richten, ne? Ah, ich bin unbeeindruckt. Vor mir bricht alles zusammen, aber was soll's, ne? Juckt mich doch nicht. Ich bin Lara. Lara Croft. Was? Ja, schwingen wir uns einfach da hinten schön ins Feuer rein. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Das war nicht die Idee dahinter. Ja, dann springen wir jetzt hier. Geht auch. Ja, ich wollte mich gleich nach unten läudern, aber ich finde es jetzt so. Pass auf! Nicht! Das ist Lara! Ich weiß! Er gibt mir doch mal eine Chance, mich zu erklären. Was? Willst du wieder auf mich schießen? Das war nicht Lara. Warum sollte sie ihr eigenes Haus anzünden? Ja, ehrlich mal. Sie ist in den Tresor gekommen. Sie muss es gewesen sein. Was war hier also los? Der Tresor wurde aufgesprengt. Okay. Wenn du es nicht warst, dann hat ihn jemand, der dir verdammt ähnlich sieht, über den Netzhautscanner geöffnet. Unmöglich. Exakt. Und was ist dann passiert? Du? Sie ist mit Amanda Seelenstein entkommen. Wo ist Alistair? Wir haben ihn nicht gesehen. Ich sehe mir im Tech-Raum das Überwachungsvideo an. Und ihr verschwindet, bevor das Dach einstürzt. Ja, wie gechillt ihr alle sind. Ihr brennt alles nieder, ey. Ja, ich habe jetzt noch Zeit, hier im Tech-Raum irgendwas mir was anzugucken, ne? Ja, mein Gott. Meine... Das wird schon noch mit dem Zusammenstürzen warten, bis ich hier alles gefunden habe, was ich finden wollte, ne? So, Tech-Raum. Hängt da bestimmt irgendwo dranhängen, oder? Ich find's lustig, dass er auch erstmal losschießt, ne? Ich meine, man kann ja... Also, so ungewöhnlich ist das nicht. Wir haben ja schon mit Tomb Raider 1 gesehen, dass, ja, also zumindest hier Nadla in der Lage ist, eine Kopie... eine fleischliche Kopie von Lara zu kreieren. Hier wieder hier hochklettern irgendwie, ne? Ja, jetzt. Ganz ruhig, Lara. Ach ja, das schöne Porträt von Mama und Papa. Naja, du wirst sie in deinem Herzen behalten, das passt doch schon, oder? Lass mal orientieren, meine Güte. Ja, aber schön, dass das ja alles so bespringbar ist scheinbar, ne? Ne, warte mal. Einfach so jetzt und jetzt hier drüber. Ja, und jetzt einfach von... Ne, halt das halt so nicht. Ich wollte, dass du dich jetzt ja runterlässt. Genau. So, wird ein Schuh draus. Oh. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Der einladend hier. Hier. Nein! Die Gothic Lara oder was? Nein! Nein, das war mein Lieblingscharakter, nicht. Eieiei. Aber man sieht, dass sie böse ist, ne? So richtig Gothic-mäßig geschminkt hier. Oh ja, klar. Alles gut. Das ist... Kann ich auch, ne? Ich fühle mich schrecklich.
nicht bewegen. Wir sehen uns. Alistair, haltet euch. Sehen uns. Lara, du musst das Herz massieren, ja? Nicht den Bauch. Verdammt. Ich meine, krass, dass sie einen wichtigen Charakter töten, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie eine emotionale Bindung zu dem. Der war halt da und hat ein paar schaue Sprüche rausgehauen, das war's. Hauptsache Winston lebt noch, ne? Mein blähender Butler. Nein. Er schläft nur. Was zum Teufel war das? Ich habe etwas Ähnliches schon mal gesehen. Eine Doppelgängerin, die Nadler vor Jahren auf mich angesetzt hat. Allerdings hatte die keinen eigenen Willen. Aber wie kann Nadler sie schicken, wenn sie Amandas Gefangene ist? Sie sind jetzt irgendwie ein Team. Amanda und Nadler, ihre atlantische Schoßgöttin. Oh. Was machen wir jetzt? Wenn ich hier alles geregelt habe, fliege ich nach Südmexiko und hole mir Thors Gürtel. Was? Alistair ist tot und du tust, als wäre nichts gewesen? Ich brauche Thors Gürtel, um an seinen Hammer zu kommen. Und mit diesem Hammer muss ich einen Gott töten. Nein, genau. Ich meine, wollen wir jetzt einfach unsere Mission unterbrechen? Ich meine, ja, na gut, jetzt braucht die Feuerwehr auch nicht mehr zu kommen. Jetzt ist schon alles abgefackelt. Ne?